Grüße, yo. Ja, ich hatte Lust auf Saft. Nein, es ist nicht anders. Hallo. Ja. Sollte besser sein. Ich mache das jetzt schon zum dritten Mal. Oh, ich bin zu zornig. Ich habe versprochen, eine Tour durch die Wohnung. Wie man sieht, es wird schön langsam. Es sieht schon fast aus wie etwas, in dem man wohnen sollte. Fast. Es wird noch besser, sobald ich Regale habe und der Hall verschwindet. Ich habe leider keine Möglichkeit, irgendwas besser zu machen im Moment. Sorry. Aber der Grund, ja, schon aus dem Titel wahrscheinlich, den ich mir erst einfallen lassen muss. So viele Dinge passieren im letzten Jahr, dieses vergangene Jahr. Aber fangen wir mit den aktuellsten Sachen an. Nein, ich habe nichts von der aktuellen Season gesehen. Ich bin hinterher wie sonst gar nicht. Ich lebe quasi unter dem Stein, wenn es nicht darum geht. Gerade Renovierung, Arbeit, egal. Ist gerade mal eine Stunde alt oder so. Nicht mal, nicht viel mehr. Aber das Videospiel Concord. Kontrovers und ungemocht, so sehr es ist, Sonys Antwort auf Overwatch, interessanterweise genau in dem Jahr in Planung gegangen, als Overwatch rauskam, weil wir brauchen unbedingt einen Hero-Shooter auf unserer Konsole, geht am 6. September, also in 3 Tagen, vom Netz. Sony wird so vielen Leuten wie möglich, zumindest wurde das versprochen, das Geld zurückgeben, die 40 Euro oder was auch immer es gerade kostet, gezahlt haben. Dieses Spiel war 8 Jahre in Entwicklung, sah grotesk beschissen aus, wurde von so gut wie niemandem gespielt. Ich glaube, offene Beta, als es noch gratis war, hatte gerade mal 2500 oder noch irgendwas, nicht viel mehr. Und auf Steam, glaube ich, sind sie nicht über 600 gekommen. Oder nicht, ich glaube 690 oder 697 Spieler. Maximum. All-Time-Peak. Meistens im zweistelligen Bereich. Vielleicht ab und zu mal ein paar hundert. So schlimm in einigen Zellen, dass es, wenn man sich das Ganze vorstellt, dass du pro Spiel 10 Leute brauchst, maximal weltweit 5 Spiele existieren können. So schlimm war es. Ein geradezu granatenmäßiger Fail. Und dieses Spiel, dieses nach 8 Tagen, wird es jetzt abgeschaltet. 8 Tage. Das ist schlimmer als Battleborn, wenn sich noch jemand an den von den Machern von Borderlands, Gearbox machte mal auch so einen Hero-Shooter. Und Battleborn war zumindest interessant in seiner Optik. Das hier ist 8 Tage und die müssen das ausschalten, weil niemand das Ding spielen will. Überlegt euch das mal. Ich habe schon viel gefehlt, also ich habe schon groteske Fails in meinem Leben hingelegt, aber das hier ist 8 Jahre in Entwicklung. Wir reden von, einige theoretisieren zwischen 180 und 200 Millionen Euro Entwicklung. Einige schätzen, dass sie mit dem ganzen Verkauf der, man kann ja nur kalkulieren, weil offizielle Nummern bekommt man ja nicht. Man kann also nur quasi um die Ecke kalkulieren, dass das ganze Ding vielleicht maximal 1 Million eingebracht hat im Verkauf jetzt. Das ist nicht der einzige Fehler. Das nächst größere Ding ist, Suicide Squad killed the Justice League. Das gesamte Team wurde gerade gefeuert.
Jo. Ey. Also das, was alle schon gesagt haben, vom ersten Tag, als sie das gesehen haben, das wird nicht gut enden. Leute werden gehen. Und Leute wurden jetzt anscheinend gegangen. Einige. Ich kann mir gar nicht, ich habe nur diese beiden Bilder jetzt gerade rein, weil ich bin wirklich bei der Tür rein, sieh das irgendwie aufgestellt und muss ich mir mal vorstellen, was für Episch. Wir reden ja gar nicht einmal von so Dingen wie zum Beispiel, was andere, Dustborn. Ein Spiel, das wahrscheinlich als eines der schlechtesten Spiele in die Geschichte eingehen wird. Mehr oder weniger Antifa Recruiting Simulator, okay? Okay, du kannst lernen zu canceln. Also Cancel Culture Pikes also im Spiel als eine Waffe. Wir können negative Emotionen in Discord verwandeln, dass wir Leute von anderen abspalten und so. Also es ist Antifa at the Max, gemacht bei Norwegern, gesponsert von der EU und den Amerikanern und dem Kulturministerium in Norwegen. Oder was ist Niederlande? Ich glaube, ich von Niederlande. Weiß ich nicht mehr. Egal. Man muss sich vorstellen, von der EU hat diese Company, Red Threads war es, glaube ich, über 100.000 Euro bekommen, nochmal über 100.000 US-Dollar von den Amerikanern und 1,4 Millionen US-Dollar, irgendwo ist bei 14 Millionen Krona, in der lokalen, von der Kultur. Förderungs von der Kulturförderung. Die haben über 1,7 Milliarden, was alles zusammenrechnet, irgendwo in dem Bereich, bekommen für nichts tun. Man sieht es wirklich, wenn man Leute beim Streamen, außer den Streamern spielt niemand. Das sind auch nur, glaube ich, 18 oder 19 Leute, die es weltweit spielen. Das ganze Jahr, egal was du ansiehst, es ist ein absoluter Fehlschlag in der Gaming-Community gerade. Es ist just von den großen AAA, oh, AAA Communities. Und natürlich haben sich wieder es ist schlimm, wenn du als Österreicher mit amerikanischen Nerds und Geeks redest und du dich entschuldigen musst für deutsche Journalisten von der GameStar natürlich. Mal wieder. Wir hatten es ja nicht erst am Anfang des Jahres, wo irgend so ein Schlaumeier von der GameStar gegen irgendein anderes Spiel, was war das damals? Es war Anfang des Jahres. No Rest for the Wicked. Ein Diablo-ähnliches Hack and Slay Dungeon Crawl Game. Übrigens, bin ich gut. Ich hab da reingeschaut. Lasst sich gut spielen. Wie gesagt, nicht für jeden wahrscheinlich, aber geil, geil aufgezogen, sehr interessanten Style, okay? Aber natürlich auch hier, weil sie sich nicht über das Ganze, oh, wir brauchen die Pronomen, wir müssen was, oh, wir müssen gendern, bis uns die Schwarte kracht. Und weil sie das hier nicht getan haben, hat er lieber irgend so eine GameStar-Klamotte wieder mal, ja, oh, du musst aber, sonst bist du ein böser Mensch. Und das machen sie dauernd. Und auch ein paar YouTuber. Wenn du von Amerikanern bespaßt wirst, okay, hey, du bist doch von da, du kennst dich sicher. Also ich kenne kaum deutschsprachige YouTuber und ich will auch gar nicht. Okay? Aber die haben fast 3 oder sowas, 2 Millionen Abonnenten. Du musst die ja fast kennen. So, ist mir doch scheißegal. Und das. Ich habe den einzigen Namen, der von der ganzen Partie ist, ist eine ganze Gruppe von Leuten. Was war das damals? Oh ja, das war's. Star Wars Outlaws. Ich sollte hier noch ein paar Bilder. Ich mache die ganzen Dinger hier weg. Ist einfach zu viel. Star Wars Outlaws haben sich ja irgendwelche deutschen YouTuber, nicht einmal Journalisten, obwohl man kann ja heutzutage schon bald gar keinen, wenn jetzt die ganzen Journalien ab nach YouTube wandern, weil da ich noch Aufmerksamkeit.
Wer war das da? Einen Namen nicht. Einen Namen, wenn ich gedacht habe, hat der diesen Film gemacht, aber dann war es das nicht. Ja, irgend so ein Typ namens Kartoffelkönig. Hat sich natürlich total in die Nesseln gesetzt, als es darum ging, oh hey, wir bewerben jetzt an Star Wars Outlaws. Voll die Dröhnung. War ein geiles Spiel. Wir sind eine Woche lang in Amerika rumgeschippert worden. Wir sind beschenkt worden. Wir sind auf Schifffahrtstouren, wo wir Wale gesehen haben. Yeah, wir waren in Disneyland, haben unsere eigenen Lichtschwerter bekommen. Oh yeah, es war voll die geile Nummer, ey. Yo. Fellow Kids, hello. Ding. Aber wir sind nicht bezahlt worden. Das ist diese geile Aussage, für die ich jeden immer so gerne einmal kurz die Pnirglis twisten möchte, okay? Sag mal, seid ihr nicht ganz Knülle? Das ist keine Ausrede. Das war es damals nicht, das ist heute nicht. Wenn du auf Kosten deiner Firma durch die Gegend geschippert wirst, von Europa nach Amerika, gefüttert, bewirtet, bespaßt und was weiß ich noch alles, okay? Für eine ganze Woche, manchmal zwei. Dafür, dass du 4 Stunden lang ein Spiel spielst, eine Demo von einem Spiel, das wirklich nicht einmal die amerikanischen Journalisten, okay, es schaffen, gut darzustellen, weil die Videos, die man da gesehen hat, waren wirklich, ehrlich, Clownshow zum Maximum. Nicht einmal dann. Und nicht einmal das schaffen sie und müssen dann das Video runter, weil es nicht positiv genug war. Man muss sich das mal vorstellen. Man muss sich wirklich vorstellen, in was für einer Welt wir leben, wo sich Leute wirklich verkaufen auf einem Niveau, der selbst Komödien, hey, wie Dramen dastehen lässt, okay? Aber hey, es ist ja nicht so, als wenn wir das nicht gewusst hätten, dass das irgendwann passieren wird. Guck mal, es gab mit den ganzen politischen Geschichten, aber auf die habe ich auch keinen Bock, okay? Dass zum Beispiel auch eine Info, die wirkterweise nur ich, ey, wenn ihr es von sonst jemandem hört, sagt es weiter, ich will dafür gar keinen Credit haben. Wir hier im deutschsprachigen Raum, oder zumindest in Europa, so wie ich es verstanden habe, durch die Untergründe und Tunnel, die ich aus irgendeinem Grund immer noch habe, zu Leuten, die ich gar nicht haben dürfte. Wenn hier noch im deutschsprachigen Raum Leute, und ich folge ja aus irgendeinem Grund ein, zwei VTubern, die aus dem deutschsprachigen Raum sind und die ab und zu mal daran rausfallen lassen, dass sie auch Voice Acting machen. Synchronsprecher, you know? Weil Acting oder Schauspielern ist das nicht, was die machen, okay? Es ist Synchronsprechen. Wir haben eine Stimme, die irgendwie quietschig klingt. Yay, aber ich kann nicht einmal den Text ernsthaft rüberbringen. Es klingt alles wie im Kasperltheater. Egal. Die werden in den nächsten Jahren schwer zu schlucken haben. Warum? Japan ist jetzt extrem darauf an. Nicht nur die ganze Untertitel, also die ganzen Dubs. Also die ganzen Subs, sorry, auch die Dubs, also die Vertonung, komplett von KI zu machen. Und wir hier in Europa bekommen es als Erster, bevor den Amerikaner, weil die Amerikaner noch ein bisschen ein größeres Standbein daran haben. Aber anscheinend wollen sie es hier bei uns austesten. So Sachen wie Viv Media, also wortwörtlich alles, was wir hier haben. Okay? Der Großteil ist sowieso schon kontrolliert von Sony. Nee, wir haben fuck you. Okay? F you to the moon. Okay? Es ist alles Viz Media hier bei uns. Okay? Ich weiß es jetzt auch. Ich habe es früher nicht glauben wollen. Es ist alles ein Konzern von Amerika, der hier bei uns verkauft unter verschiedenen Titeln. Es ist alles eine Wurst. Und die Scheiben, die wir sehen, sind alle von derselben. Okay? Egal, ob ein Gesicht drauf ist oder nicht. Es ist immer dieselbe Wurst. Nur hier bei uns ist der Markt klein genug, dass sie sich wohler fühlen, es bei uns hier zuerst zu machen. Das heißt, Voice Acting
Schrägstrich. Synchronsprecher. Gott, ich hasse deutsche Synchron. Die wenigen guten, die ich höre. Und man sagt, aber das ist gut. Ich sage, ja, ist toll. Hurra. Einmal, wo man nur alle 5 Minuten mal kurz sich übergeben möchte. Das ist jetzt gut, weißt du? Weil die Amerikaner und die deutsche Community haben sich so lange so dumm bespielt. Und wenn ich darauf denke, dass ich im Jahr 2010 darüber schon geredet habe, das Einzige, was ich nicht wusste, ist, wie stark Streaming das Ganze über den Haufen schert. Okay, jetzt wird es düster. Vor allem für die Leute, die wirklich Geld machen mit Vertonung und mit Untertiteln. Weil jetzt wollen sie alles über die. Direkt über In-House-Sachen machen, anzufangen. Wie und wann das genau beginnt, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es stark drauf losgeht und die wollen das durchziehen. Okay? Du wirst das nächste Jahr noch nichts davon hören, aber ich weiß ganz genau, welche Scherzkekse, und wir wissen, wen ich meine, sich dann vor die Kamera stellen in ihrem überaus großartig ausgestatteten Studio, das sie natürlich nur haben, weil sie Fans sind und nicht bezahlt wurde von irgendeinem Magazin, weil sie machen das alles ja nur für die Fans, obwohl sie nur Werbung machen. Wie gesagt, an einem Punkt war ich ja sogar dafür. Und dann habe ich gesehen, wo das Ganze hinführt. Nein, danke. Die werden dann anfangen zu sagen, meine Güte, unterstützt die armen Synchronsprecher für ihre tolle Arbeit. Wir sterben hier. Also, ich werde genauso in dieser Richtung, dass wir jammern anfangen. Okay? Genauso wie mit den ganzen Torrent-Geschichten, die damals liefen, wo sie extra Videos machen mussten. So, oh, du böser, böser, du. Weißt du, oh, du böser, böser, du hast schlechtes Gewissen, du, oh, du böser, aber es ist nicht bezahlt. Weißt du, wir werden nicht bezahlt. Weißt du, wir bekommen das Geld von der anderen Seite, Schrägstrich Geschenke, aber wir werden nicht bezahlt. Ich so, dass das überhaupt noch gesagt wird, ohne dass jemand irgendwas wirft. Absolut göttlich. Die göttlichste Komödie von allen. Ich glaube, ich habe genug geredet. Auf gut Deutsch. Concord am 6. aus. Seht zu, dass ihr eine Rückerstattung, wenn ihr es auf Steam habt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der mir zusieht, überhaupt Concord gekauft hat. Und wenn ja, schäm dich. Du bekommst das Geld zumindest zurück. Also sieh zu, dass du Rückerstattung bekommst. Suicide Squad, nicht nur tot, sondern Leute sind weg. Das gesamte Studio um Suicide Squad Kill the Justice League gefeuert. Die jammern, es ist immer so das Typische, du siehst, wo es hingeht und alle sagen, nein, es funktioniert, es läuft, es lebt. Und dann den nächsten Tag, oh, wer hat das kommen sehen? Jeder. Ich fange erst gar nicht an mit den ganzen Medien. Ich fange nicht an, dass wir erst vor einem halben, was, vor einem Monat oder eineinhalb Monaten die letzte Staffel abgelaufen ist von Star Trek Geschlechtsverkehr, Geschlechtskrankheit. Also STD, yeah. Oh, Discovery ist vorbei. Oh, Staffel 5? 5 oder 4 oder 5. Eine von den. Und niemand redet darüber. Es interessiert ja. Weil Leute, es ist noch schlimmer, als du denkst, wenn Leute sich über etwas aufregen, dann kümmern sie sich noch. Jetzt redet nicht einmal mehr. Dasselbe mit anderen Sachen wie Doctor Who. Kein Schwein redet mehr. Disney hat seine Angaben und seine Aufforderungen für Doctor Who auch zurückgezogen. Die bekommen gerade noch genug Geld, dass sie die zweite Season der neuen Staffel machen können. Und das war's. Danach? Die BBC ist pleite. Genauso wie Paramount pleite ist. Übrigens, falls niemand das gemerkt hat. Paramount ist gerade am Rausverkauf. Aber du hörst nirgendwo etwas hier bei uns. Weil wir haben ja eine Community, die wirklich nur konsumiert und nicht denkt. Was schade ist. Aber so ist das. Ich habe es nur sehr lustig gefunden, dass jetzt alles, Gott, dieses Kartenhaus zusammenzubrechen, zu sehen, ist so befriedigend. Und nur einfach da zu sein, einfach nur. In diesem Sinne. Es war mir ein Freudenfest. Ich hoffe, dass ich wieder ein bisschen mehr Videos machen kann. Worüber und was, keine Ahnung. Ich bin gerade am Schrott sortieren, par excellence. Von
von Filmen, die kein Mensch sehen will. Die kommen dann in Regale, die noch nicht existieren. Aber ja, derweil, ich gebe mir noch eine Runde Saft. Und dann sehen wir weiter, wie der Tag verläuft. Es ist schon nach 9, also werde ich bald schlafen. Ich bin alt. Gott, irgendwie gefällt mir das sogar. Sei alt, du kannst schlafen. Aber ja. Cheers und bis zum nächsten Video, wann immer das auch sein wird. Ich erwarte nicht, dass jemand das hier sieht. Und wenn doch, danke sehr fürs Zuschauen und hey, vielleicht finde ich ja mal einen Grund, noch mehr zu machen. Das Ding ist zu groß. Oder zumindest ist es nicht eine Plastikflasche, die aussieht, als wäre ich unter der Brücke.